Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer wieder überraschen uns Go-Bäckermeister mit allerhand Neuheiten und sorgen mit Spezialitäten für knusprige Abwechslung im Brotkörbli. Eine von diesen Neuheiten ist das Kamut-Brot, das Sie von heute an in unserer Brotabteilung kaufen können. Das Brot mit saftiger Krume und einem vollen, nussigen Geschmack bleibt lang frisch, ist leicht verdaulich und darum eine echte Bereicherung für die hochwertige Ernährung. Streng genommen ist das Kamutbrot gar keine Neuheit, sondern eine neue Entdeckung. Das Urgetreide ist nämlich schon vor Tausenden von Jahren im fruchtbaren Land zwischen Euphrat und Tigris gezüchtet worden und eigentlich ein antiker Verwandter vom heutigen Hartweizen. Die Legende sagt, ein Pilot von der Air Force habe nach dem Zweiten Weltkrieg eine Kiste mit dem Getreide in einer Grabkammer entdeckt und eine Handvoll mit heim nach Amerika gebracht, wo seit einigen Jahren auf biologisch bewirtschafteten Höfen angebaut wird. Alle Zutaten für das neue Kamutbrot, übrigens eine Coop-Exklusivität, entstammen Betrieb, wo die strengen Richtlinien von Bioswiss erfüllen. Auf dem Beutel ist darum wie gewohnt Bioknospen abgebildet. Kamut, das neu entdeckte Urweizenbrot, das bis in die Pharaonenzeit zurückgeht, ist für ein Biobrot ungewohnt hell. Auch Kinder haben darum kein Problem damit. Und wer gesunde, vollwertige Brot schon immer lieber hat, wird neben den anderen Coop Naturaplan Spezialbrot bald nicht mehr darauf verzichten. Vielleicht hat man im alten Ägypten auch schon Melonen gegessen. Bei uns sind sie auf jeden Fall in Aktion. Und der Armin Amrain, Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, hat dazu den passenden Rezeptvorschlag. Es sind gefüllte Melonen mit einer Käsefüllung an einer pfiffigen Soße. Grüezi miteinander. Für zwei Personen Engalia-Melonen halbieren und entkernen. Aus dem Fruchtfleisch vorsichtig Kogali rauslösen. Möglichst ohne, dass die Schale beschädigt wird. Dann die Tillseite in kleine Würfel schneiden. Sherry-Tomaten halbieren und mit den Melonen-Kogali und den Tillseite-Würfel vermischen. Für die Soße ein bisschen Honig und Portwein oder Sherry verrühren. Zitronensaft beifügen und mit Ingwer, Pfeffer und Salz würzen. Alles gut mischen, dann den Salat 1-2 Stunden kühl stellen. Erst kurz vor dem Anrichten den Salat in die Melonenhälften füllen und schön kühl servieren. Das Rezept für das erfrischende Gericht können Sie diese Woche in der Coop-Zeitung nachlesen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Und nach dem Rezeptvorschlag jetzt das Neueste von der Marke Mövenpick. Mövenpick, la crema. Mövenpick, la crema. Rahmig umhüllt. Melone hat der Armin Amrain gebraucht für sein Rezept. Da kommt das passende Angebot. Galia-Melone aus Spanien kostet bei Coop 2,70. Daneben gibt es Iced Tea Classic oder Light im Multipack für 3,30. Wie jede Woche haben wir für Inhaberinnen und Inhaber von der Go-Profit-Karte ein überraschendes Angebot parat. Disney tut seine Schatztruhe auf, damit sie das 9. Meisterwerk von Walt Disney zum ersten Mal daheim geniessen können. Der einzige Zeichentrick-Klassiker, wo 4 von den grössten Disney-Stars zusammen auftreten. Der Goofy, Donald Duck, Jiminy Cricket und Mickey Mouse. Es war ein Feuerwerk aus toller Musik, viel Spass und einer zauberhaften Geschichte. Das Walt Disney Meisterwerk Fröhlich frei Spass dabei. Zum ersten Mal auf Video können Sie jetzt exklusiv bei uns kaufen. Mit der GoProfit-Karte und zwar zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Der Andy Hug, der weltbekannte Schweizer K1-Champion, wird am 6. Juni im Zürcher Hallenstadion im Rahmen einer weiteren Fight Night seinen Weltmeistertitel verteidigen und neue Maßstäbe setzen. Wie der Superstar Andy Hug hat auch ein Schweizer Produkt mit innovativen Ideen und Enthusiasmus Grenzen gesprengt und neue Wege eingeschlagen. Swiss Rewatch, die Recycling-Uhr aus Aludosen. Das Modell Andy Hug, das speziell auf die K1 Fight Night vom 6. Juni gestaltet worden ist, kann man jetzt in unseren Läden bei Radio TV Steiner und bei Interdiscount bewundern und kaufen und damit seine Rewatch-Kollektion um ein weiteres Sammlerstück ergänzen. Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. Am nächsten Mittwoch gibt es dann hier bei uns im Studio eine weitere Ziehung vom GoProfit Supertreffer mit einem VW Polo Variant als Hauptgewinn. Ich hoffe, dass Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.